Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vortragsreihe Abschied und Wiederkehr. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Carola Pohlmann gewinnen konnten, ihren Vortrag dazu dem Thema zu halten. Carola Pohlmann ist seit 1993 die Leiterin der Kinder- und Jugendbuchbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Sie hat Germanistik und Bibliothekswissenschaften studiert in Leipzig und Berlin und sie forscht zur deutschen Kinderliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts und Sachliteratur für Kinder und Jugendliche. Sie hat an vielen Werken mitgewirkt zum Thema Kinder- und Jugendliteratur. Sie ist auch groß im Ausstellungswesen beschäftigt. Wir haben gemeinsam eine Ausstellung gemacht zu 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Rotkäppchen kommt aus Berlin. Das war 2012. Und seitdem haben wir ganz viele interessante Projekte miteinander gemacht. Sie wird heute über die Kinderbuchkünstlerin Tom Seidmann-Freud erzählen, die ein Schicksal aufzuweisen hat mit persönlichen Tragödien, schlimmen Zeiten, aber einem kleinen Happy End. Wer war Tom Seidmann-Freud? Tom Seidmann-Freud war eine bedeutende Bilderbuchkünstlerin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie hat ihr erstes Buch 1914 veröffentlicht. Sie ist 1930 freiwillig aus dem Leben geschieden. Dann kam der Nationalsozialismus. Ihre Werke waren dann verpönt und verboten. Und in den letzten Jahren, nach etwa 2005, sind einige ihrer wunderbaren Bilderbücher wieder neu aufgelegt worden. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das Thema heißt ja Abschied und Wiederkehr. Und ich hatte eine ganz berührende Begegnung mit der Familie von Tom Seidmann-Freud. Ich muss jetzt erstmal erklären, warum eine Bilderbuchkünstlerin den Vornamen Tom hat. Eigentlich hieß die Künstlerin Martha Gertrud Freud. Sie hat sich aber schon im Alter von 15 Jahren den männlichen Vornamen Tom zugelegt. Und in der Familie ist man nicht so ganz einig, warum sie das getan hat. Ihre Kinder und Enkelkinder sagen, sie hat es gemacht, um bessere Chancen zu haben als Künstlerin, wenn es also nicht ersichtlich ist, dass sie eine Frau ist. Und in ihrer Familie wurde aber auch das so ein bisschen psychoanalytisch gedeutet, denn Tom Seidmann-Freud heißt nicht von ungefähr Freud, sondern sie war die Nichte von Sigmund Freud, ihre Mutter Mitzi war die Schwester Sigmund Freuds und es gab durchaus auch Kontakte. Und bei diesen Mutmaßungen, warum nennt sich eine 15-jährige Tom, wurde dann eben auch gesagt, ja, sie hat ihre Weiblichkeit abgelehnt und so weiter. So ganz schlüssig ist es nie gewesen, warum sie sich Tom genannt hat, aber ihre ersten Bücher hat sie unter dem Namen Tom Freud veröffentlicht. Und du hast die Familie kennengelernt. Genau, das ist eben der Teil, der so zu Abschied und Wiederkehr gehört. Ich war damals schon Leiterin der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Es muss so ungefähr um das Jahr 2000 gewesen sein. Und ich habe Tom Seidmann-Freud schon immer besonders geschätzt, habe mich bemüht, dass die Staatsbibliothek möglichst alle ihre Werke aufkauft, was uns inzwischen fast gelungen ist. Und darum war auch eine Abbildung aus einem Buch von Tom Seidmann-Freud, die ein lesendes Kind zeigt, auf der Homepage der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Das ist der eine Teil der Geschichte. Und der eigentliche und so ein bisschen geheimnisvolle, den erzähle ich jetzt. Ich wurde eben um das Jahr 2000 an einem Arbeitstag in der Bibliothek angerufen vom Pförtner, völlig unabgesprochen, völlig überraschend. Es stünde bei ihm eine Familie aus Israel und die haben nach mir gefragt und ich möge doch mal zu ihm kommen. Und da stand dann wirklich eine große Familie, es waren 8 Personen, eine ältere Dame und eine Reihe jüngerer Menschen, Männer und Frauen, und hatten nach mir gefragt und ich wusste erst gar nicht, worum es geht.
Und habe sie erstmal in mein Büro gebeten und ich dachte, es ginge vielleicht um Erbe von, aus jüdischem Besitz in der Staatsbibliothek oder so. Dann habe sie erstmal in mein Büro gebeten, dann haben wir uns dort zusammengesetzt und dann hat die ältere Dame offenbart, dass sie die Tochter von Tom Seidmann Freud sei. Und das Besondere daran war, sie hatte also das Bild ihrer Mutter auf unserer Homepage entdeckt und das war für sie der Auslöser, nach Jahrzehnten zum ersten Mal aus Israel wieder nach Deutschland zu kommen. Und dahinter steckt folgendes Schicksal. Ihre Mutter, Tom Seidmann Freud, war verheiratet, war ja auch aus einer jüdischen Familie, war auch mit einem jüdischen Verleger und Künstler, Jankev Seidmann, verheiratet und beide hatten in den 20er Jahren in Berlin einen Verlag gegründet, in dem unter anderem auch die Bücher von Tom Seidmann Freud erschienen. In der Zeit der Weltwirtschaftskrise ist dieser Verlag dann in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und Jankev Seidmann musste Konkurs anmelden, was er nicht verkraftet hat, dass er seine Familie, seine Frau und seine damals kleine Tochter Angela Aviva, die geboren war, nicht ernähren konnte. Und er hat sich daraufhin das Leben genommen. Und das hat wiederum Tom Seidmann Freud in tiefste Depressionen gestürzt. Sie hat den Tod ihres Mannes, dazu gehörte ja auch noch mehr, wirtschaftlicher Zusammenbruch, das Projekt existiert nicht mehr, für das sie beide gelebt haben und dann noch der Selbstmord ihres Mannes. Sie ist dann depressiv geworden und hat sich ein halbes Jahr später auch das Leben genommen. Und das war für die damals 8 Jahre alte Angela oder Aviva, wie sie sich dann in Israel nannte, natürlich ein traumatisches Erlebnis. Sie stand also ohne wirtschaftliche Grundlage und vor allem ohne ihre geliebten Eltern da. Eine Schwester ihrer Mutter, Tante Lilly, hat das Mädchen dann bei sich aufgenommen. Sie ist dann bei Onkel und Tante aufgewachsen und als sei es nicht schon genug der dramatischen Erlebnisse kam dann eben wenige Jahre später auch die Herrschaft des Nationalsozialismus und die Repressalien, Morddrohungen und die Tatsache, dass man also ständig mit dem Tod bedroht war, haben dann natürlich auch diese Familie heimgesucht. Aviva konnte dann im Alter von 16 Jahren 1938 mit einem Jugendtransport nach Palästina auswandern, hat dann dort gelebt und hat dann einen Beruf ergriffen und ist Mutter geworden und Großmutter geworden. Aber der Freitod ihrer Eltern hat sie so traumatisiert, dass sie das verdrängt hat und immer ihren Onkel und ihre Tante als ihre wahren Eltern oder ihre richtigen Eltern, ihre leiblichen Eltern ausgegeben hat. Und sie hat es zunächst auch ihren Kindern und Enkelkindern nicht erzählt. Ihr Sohn Amnon hat erst im Alter von 18 Jahren erfahren, dass seine Großmutter nicht Lilly, sondern Tom Seidmann Freud ist. Und dann erst hat sich das in der Familie herumgesprochen und das war dann auch der Grund, warum diese ganze Familie sich dann nach Jahrzehnten auf die Suche nach ihrer Mutter und Großmutter gemacht hat und es dann nach diesen traumatischen Erlebnissen aber auch auf sich genommen hat, nach Berlin zu kommen, in die Heimat der Eltern und eben auch wieder nach Deutschland, das jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Millionen ermordet, vertrieben und bestohlen hat. Und Ausgangspunkt war dieses Bild auf unserer Homepage. Und das, finde ich, ist eine so schöne Geschichte zur Abschied und Wiederkehr. Und wusste die Familie gar nicht, dass sie Künstlerin war? Wenn die Tante Lilly ja eigentlich die Großmutter war, wie haben sie darauf reagiert? Also als die Familie bei mir war, wussten sie schon, dass das ihre eigentliche Großmutter ist. Aber als Kinder haben die Kinder das nicht gewusst.
Auf der anderen Seite hat die Mutter immer erzählt, auch wenn Tante Lilly angeblich die Großmutter war, dass die Mutter eine, also ihre Mutter eine bedeutende Künstlerin ist. Das haben die Kinder automatisch auf Tante Lilly übertragen und sie dann häufiger gebeten, ihnen etwas zu zeichnen, was Tante Lilly aber gar nicht konnte, weil sie ja eben keine Künstlerin war. Und die Kinder haben sich so, wie Kinder halt sind, haben sich ihre eigenen Erklärungen dafür gesucht und haben dann gesagt, ja, die ist jetzt schon so alt, die kann das wahrscheinlich nicht mehr. Und das alles hat sich dann erst aufgelöst, als die Tochter Aviva sich entschieden hat, ihren Kindern die Wahrheit zu sagen und sich auch nochmal neu ihre eigene Biografie zu stellen. Und du hast ja den Titel für deinen Vortrag gewählt, Hurra, wir lesen, Hurra, wir lernen. Ist ein ungewöhnlicher Titel und du nennst sie auch immer Kinderbuchkünstlerin. Also weder Autorin noch Illustratorin war sie beides. Und was hat sie kreiert, was dich auch immer so angezogen und fasziniert hat an ihr? Also Tom Seidmann-Freud ist in eine Phase hineingewachsen, in der es Anfang des 20. Jahrhunderts viele künstlerische Experimente gab. Sie ist tatsächlich outstanding, immerhin hat die Documenta 14, also die letzte Documenta im Jahr 2017, ihr eine eigene Ausstellung gewidmet. Sie war also dort zu sehen mit Arbeiten, die aus dem Familiennachlass stammten und das wurde nochmal so als Wiederentdeckung einer Künstlerin gefeiert, was nicht so ganz richtig war, weil schon seit den 80er, 90er Jahren eine allerdings kleine Gruppe von Sammlerinnen und Sammlern, aber auch Verlegern sich mit diesem Werk wieder vertraut gemacht hat. Tom Seidmann-Freud ist am Anfang ihres Schaffens, ihr erstes Bilderbuch hat sie 1914 verlegt, da war sie 22 Jahre alt. Am Anfang ihres Schaffens ist sie noch stark vom Jugendstil beeinflusst und verwendet diese Elemente. Man muss sagen, sie ist in einer kunstsinnigen, intellektuellen Familie aufgewachsen. Ihr Vater hat ihr Talent sehr gefördert. Sie war relativ früh unabhängig. Sie hat in London und Berlin Kunst studiert, hat dann von 1918 bis 1920 zwei Jahre in München gelebt, wo sie auch ihren späteren Mann, Jankev Seidmann, kennenlernte. Und sie ist dann nach Berlin gegangen, um hier als Künstlerin zu leben. In den späteren Jahren, das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, wird sie beeinflusst vom Expressionismus und von der neuen Sachlichkeit, das alles aber übersetzt in Kinderbuchkunst. Das sind also sehr hochwertige Bücher, teilweise auch handkoloriert mit wunderschönen leuchtenden Farben, aber man merkt, dass ich mich sehr dafür begeistern kann, aber das ist eben nur ein Teil. Der andere Teil ist ihre Haltung von Offenheit und Freundlichkeit, von Aufgeschlossenheit gegenüber Kindern, denen sie das Schöne an der Welt mitgeben will. Und es ist so anrührend, dass sie als Jüdin ja von den Nationalsozialisten wahrscheinlich ermordet worden wäre, während gerade sie sich für eine Welt eingerichtet hat, in der alle Nationen ihren Platz haben und miteinander wirken. Und das sieht man in diesen Kinderbüchern sehr schön, wo sie beispielsweise in einem Buch, dem kleinen Buch der Hasengeschichten aus aller Welt erzählen, die dann nebeneinander stehen. Oder diese Unvoreingenommenheit, sie selbst hat sich Tom genannt und auffällig in ihren Büchern ist, dass auf sehr vielen Bildern Mädchen und Jungen gar nicht voneinander unterschieden werden können. Ganz bewusst nicht. Also die Mädchen haben nicht unbedingt Röckchen an oder so und die Jungen lange Hosen, sondern es sind Kinder und die sehen gleich aus und es spielt einfach gar keine Rolle, ob sie Mädchen oder Jungen sind. Ist ja sehr aktuell, also kann man ja sagen. Und das Motiv für euren Neujahrsgruß in diesem Jahr war ja auch eine Illustration von ihr. Genau, das halte ich jetzt mal hoch in die Kamera. Also für das Jahr 2022 hatten wir einen Neujahrsgruß mit einer Illustration von Tom Seidmann-Freud. Was man hier tatsächlich, weil es aus dem Text davor geht, für ein Mädchen halten würde, ist aber ein Junge, der nämlich ein Kästchen findet,
dass er nicht aufmachen kann, weil der Schlüssel erstmal dazu fehlt. Und dann schließt er dieses Kästchen auf und damit endet die Geschichte. Und das war so ein schönes Symbol, abgesehen von dieser wunderbaren Illustration für das neue Jahr, in dem man nicht weiß, was es bringt. Leider hat das Jahr 2022 nicht so sehr viel Gutes gebracht. Das ist schade. Aber wir hoffen, dass die guten Dinge, die jetzt kommen, noch auf dem Boden des Kästchens verbleiben. Eins der berühmtesten Bilderbücher von Tom Seidmann Freud ist die Fischreise. Dieser Band ist in der Erstausgabe 1923 in Berlin im Peregrin Verlag, eben diesem Verlag erschienen, den ihr Mann Jankef Seidmann gegründet hatte. Und auch bei der Fischreise geht es sozusagen um Abschied und Wiederkehr, das fällt mir jetzt gerade ein. Denn Tom Seidmann Freud verarbeitet darin den Tod ihres Bruders. Ihr Bruder ist als Kind in einem See ertrunken und jetzt erzählt sie, also viele Jahre später, dann eine Geschichte und erweckt ihn damit quasi wieder zum Leben, nämlich eine Geschichte, in der ein kleiner Junge auf einen Fisch trifft, der ihm dann die Welt zeigt, mit dem er also durch die Welt reist und er kommt dann, also dieser Junge, kommt dann in ein fernes Land und das ist ganz klar eine soziale Utopie 1923 in der Zeit der Weimarer Republik, eine soziale Utopie für Kinder, weil man dort kein Geld braucht. Peregrin spricht, aber ich habe keinen Pfennig, ich bin ganz ohne Geld, ich kann die schönen Sachen nicht behalten. Sie sagen, warum nicht? Was ist ein Pfennig? Was fängt man damit an? Also im Grunde genommen fast eine kommunistische Utopie, in der jedem das gegeben wird, was er braucht, in dem sich aber auch alle beteiligen müssen. Also auch die Kinder bauen ein Haus, sie arbeiten auf dem Feld und im Garten und ganz wichtig ist aber auch, dass sie gemeinsam lesen und spielen. Und da ist hier ein wunderschönes Bild, dass eben diese Kinder, die Jungen und Mädchen sind, aber man kann nicht erkennen, wer ein Junge und ein Mädchen ist, hier gemeinsam auf der Wiese sitzen und sich Bilderbücher anschauen und miteinander lesen. Und ich habe es ja gesagt, Tom Seidmann Freud war die Nichte von Sigmund Freud und mitunter wird sie so darüber definiert. Also man ist schon etwas Bedeutendes, wenn man die Nichte von jemand ist. Und natürlich kann man auf so eine Herkunft stolz sein. Aber das, was sie geschafft hat in der Kinder- und Jugendliteratur, das ist, glaube ich, genauso bedeutend wie Freud auf dem Gebiet der Psychoanalyse. Nur Kinderbücher stehen eben nicht so im Fokus. Und wenn Kinderbücher können wahrscheinlich die Welt nicht verändern, ich sage wahrscheinlich. Aber wenn sie sie verändern könnten, dann wäre genau die Welt aus Tom Seidmanns Freuds Bilderbuch Die Fischreise so einer, in der ich gerne leben würde. Und danke. Und sie hat ja jetzt, du hast ja noch dieses Hurra, wir lesen, Hurra, wir schreiben. Sie hat ja so, wie heißt das, Lernfibeln geschafft? Sie hat sie Spielfibeln. Genannt. Die sind dann in einem anderen Verlag, auch in Berlin, erschienen, in dem Verlag von Herbert Stuffer, ein ganz bedeutender Verleger, der innovative Bücher schaffen wollte und der eben auf diese Künstlerin Tom Seidmann Freud aufmerksam geworden ist. Tom Seidmann Freud in ihren pädagogischen Ansichten war ganz klar von der Reformpädagogik beeinflusst. Sie hat mit diesen Fibeln nicht Schulbücher geschaffen, sondern Bücher, mit denen sich die Kinder selbst beschäftigen sollen. Insgesamt sind 4 Fibeln erschienen, 2 Spielfibeln und 2 Rechenfibeln. Die heißen dann Hurra, wir rechnen, beziehungsweise Hurra, wir rechnen weiter. Und sie war auch in diesem Teil ihres Werks ausgesprochen modern und innovativ.
Im Vorwort steht beispielsweise, dass diese Bücher den Kindern frei in die Hand gegeben werden sollen. Also nicht so wie ein Schulbuch, wir setzen uns hin und ich übe mit dir. Sie wollte Kindern Spaß am Lernen vermitteln. Und ich glaube, das ist ihr wirklich hervorragend gelungen, schon einmal dieser Titel, Hurra, wir lesen, Hurra, wir schreiben, dem Kind zu vermitteln, ich kann jetzt etwas. Ich kann lesen und schreiben. Man vergisst das unter dem Schulzwang immer so. Eigentlich ist es ein ganz großer Fortschritt und die meisten Kinder sind sehr stolz darauf, wenn sie lesen können. Genau, und sie können ja auch selber tätig werden in den Büchern. Ne? Das ist eben das Besondere, wie diese Bücher gestaltet sind. Zum einen sieht man, dass die Buchstaben, die gerade im Mittelpunkt stehen, rot hervorgehoben sind, also zweifarbig. Und dann fordert Tom Seidmann Freud die Kinder immer wieder dazu auf, selbst etwas zu machen. Also hier gibt es zum Beispiel um Worte, die mit M, L und R anfangen und darunter steht dann, zeichne noch mehr Dinge dazu, die mit einem R oder L anfangen. Male alle Bilder bunt an. Die Kinder sollen also Freude haben. Hier hat ein Kind, wir haben ein Exemplar, in dem Kinder sich wirklich ausgedruckt haben, was natürlich eine besondere Freude ist. Er hat ein Kind einen Roller dazu gemalt. Sie haben diese Bücher, sie haben die Bilder ausgemalt. Also es geht immer darum, die Freude an diesen Dingen zu vermitteln und nicht abzuschrecken, indem man ja, zu hohe Anforderungen stellt. Hier ist eine andere Doppelseite, da sind also hat sie Tiere vorgezeichnet und hier geht es, dass diesen Tieren Namen gegeben werden sollen, die Namen sollen hingeschrieben werden und die Tiere können bunt angemalt werden. Also die Kinder sind so in Aktion, die merken gar nicht, dass da Wissen vermittelt wird, sondern sie haben Spaß daran und können in diesen Büchern selbst arbeiten und ich freue mich besonders, dass in der Staatsbibliothek ein Exemplar vorhanden ist, in dem genau das auch dokumentiert ist, dass die Kinder sich mit diesem Buch beschäftigt haben. Wunderbar. Und du hattest noch über ein Buch erzählt, was ja auch mit Märchen zu tun hat. Das Spielbuch. Das ist das Buch Das Wunderhaus. Stimmt, hier kommen auch Märchen vor. Das ist natürlich für Märchen natürlich, ganz wichtig. Natürlich. Das Wunderhaus ist zusammen mit dem Zauberboot wahrscheinlich Tom Seidmann Freuds berühmtestes Werk, weil es sich um ein sogenanntes Spielbuch handelt, in dem man also Teile hochklappen kann, ein Bewegungsbuch, in dem Kinder Papier bewegen können und darum heißt der Untertitel auch ein Bilderbuch zum Drehen, Bewegen und Verwandeln, übrigens auch im Harald Stuffer Verlag erschienen 1927 und da gibt es, also auch hier ist es so, dass Kinder Freude am Lesen gewinnen sollen, dass sie vieles selbst machen sollen, die Aktion sie also ja, an dem Buch fesseln soll. Und es gibt sehr viele Spiel- und Bewegungsbücher, auch schon aus dem 19. Jahrhundert, die auch unterhaltend sind. Aber in den wenigsten geht es also in den Bereich des Interaktiven hinein. Meistens kann man mit diesen Büchern, man kann also das, was der Illustrator vorgesehen hat, ziehen oder so. Und hier kann man mal viel mehr machen. Man soll dieses Buch tatsächlich entdecken und sich zu eigen machen. Und unter anderem gibt es eine Seite mit vier Märchen. Da ist ein Text, den man eigentlich nicht lesen kann. Ich lese mal die erste Zeile vor, so wie sie da steht. Die Schneekönigin hatte Schwesterchen, zog aus, Brüderchen und Schwee, Mariechen sprang in den. Das ist die erste Zeile dieser vier Märchen. Dahinter verbirgt sich aber, dass es dazu eine Schablone gibt, die man sowohl auf den Text als auch auf die daneben sich befindende Bildseite legen kann. Und dann kann man die Märchen lesen. Das sind nämlich die Märchen, die Schneekönigin, Brüderchen und Schwesterchen, Frau Holle und die sieben Raben. Und jetzt sieht man also, die Schneekönigin hatte Kai auf seinem Schlitten entführt. Jetzt erschließt sich plötzlich der Text und auch da, das sind Dinge, die Kindern Spaß machen. Da ist nicht nur eine Seite Text, die man jetzt lesen muss, sondern man muss den Text selbst entdecken und man kann dann eben auch die dazugehörigen Bilder entdecken. Und das ist tatsächlich etwas, was in dieser Zeit, Ende der 20er Jahre, wirklich innovativ und interaktiv war und was
auch in die heutige Zeit noch passt. Diese Bücher haben eigentlich nichts an Aktualität eingebüßt und darum werden sie jetzt zunehmend auch wieder entdeckt, und zwar in Deutschland und auch in Israel. Die Familie von Tom Seidmann-Freud in Israel hat sie auch für Israel wieder entdeckt, so dass beispielsweise junge Familien auch ein Buch, also die werden in großer Zahl aufgelegt. Wir haben auch einige hebräische, moderne Kinderbücher jetzt von Tom Seidmann-Freud gekauft, die werden also wieder aufgelegt. Und in Israel werden sie auch unter anderem als Gabe an junge Familien verteilt. Also sie ist wieder selbstverständlicher Teil dieser Kultur geworden, so lange, fast 100 Jahre nach ihrem Tod. Liebe Carola, das war ein perfektes Schlusswort zur Abschied und Wiederkehr. Wir freuen uns auf viele, viele Schätze, die du hier uns noch präsentieren wirst. Auch die Staatsbibliothek ist ja dieses Jahr wieder bei den Märchentagen dabei und die Kinder sind schon ganz aufgeregt, welche Bücher sie kennenlernen werden. Also vielen, vielen herzlichen Dank, und wenn die Familie mal wieder vorbeikommt aus Israel, dann sagt doch einfach Bescheid. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr freundlich. Wiedersehen.